Ja, hallihallo und bonjour, liebe Leute. Ja, die Leute tanzen vor Freude, wenn ich auftauche. Und ja, willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Ja, wie versprochen, machen wir jetzt mal mit der Hauptstory weiter, nachdem ich ein paar Aussichtspunkte, doch ein paar Attentäter-Missionen durchgeführt habe. Ja, man merkt schon, eine sehr freundliche Gegend hier. Wow. Irgendjemand hat da wohl was gegen Kutschen gehabt. Auf geht's, das Königreich der Bettler. Natürlich bringen wir das perfekte Wetter mit. Kur dem Mirakel untersuchen. Alrighty then. Ui, Kopf hoch. Es ist nicht der schlechteste Posten. Ich war vor ein paar Jahren in den Kolonien. Da war's. Schlimm. Halt immer eine Hand an deinem Geldbeutel und alles wird gut. Komm her, du! Nein, ich brauche keine Abreibung. Verschwindet. Mann. Die beäugen einen ganz schön kritisch hier. Gibt's hier irgendwo einen Weg nach draußen, Mensch? Ich will einfach nur auf irgendein Dach. Na, geht doch. Meine Güte. Gut, also hier ist das schon mal nichts. Außer Typen, die einen gerne beäugen. Gut, hier ist auch kein Schwein. Da! Raten, ich muss einen Stockwerk runter. Fürchtest du dich vor meiner nett gemeinten Intervention? Nö, ich versteck mich einfach vor dir. Da bist du. Roadi Thunes Attila. Nicht reden! Latouche. Oh, das würde ich lassen. Seht! Hübsch, nicht wahr? Das gute Volk von Paris spendet mehr Geld an Verkrüppelte, denn an ganze Bettler. Leroy de Thun sieht in diesem Sachverhalt eine Möglichkeit, seine weniger erfolgreichen Angestellten zu motivieren. Oh. Dieser Mann verlor einen Fuß. Nun könnt ihr losstürmen, für einen Aufruhr sorgen und all die Ratten zurück in ihre Löcher scheuchen. Oder ihr taucht in der Menge unter und folgt den Ratten zu ihrem König. Okay, wer bist du? Egal wie, den Fuß kriegt er nicht zurück. Erledigt. Bringt ihn in die Klinik und lasst die Wunde ausbrennen, dann schickt ihn zurück auf die Straße. Komm schon, hoch mit dir. Ich verstehe euren Rat. Tatsächlich? Wer seid ihr eigentlich? Warum helft ihr mir? Hohoho, ich beobachte euch schon seit geraumer Zeit, Arno. Ich erachte es als meine ureigene Pflicht, all jenen zu helfen, die mit mir gemeinsam das grausame Schicksal in der Bastille teilten.
Und es liegt in meinem Interesse, den König der Ratten in der Falle zu wissen. Und zu mir selbst. Ich trage den ehrenhaften Namen Donatien Alphonse François, Marquis de Sade. Oh. Besucht mich doch, wenn ihr genug davon habt, geschmeißt zu jagen. Der berühmte Marquis de Sade. Oh, das ist aber mal eine hübsche Spur. Viel Glück! Okay, das muss ich lesen. Donatien Alphonse François de Sade wurde 1740 geboren. Er stammte aus einem typischen französischen Adelsgeschlecht voller Soldaten und Priester. Er selbst trat mit 14 in die Armee ein. Anscheinend gefiel es ihm dort jedoch nicht, denn mit 31 verließ er sie wieder. De Sade war das sprichwörtliche schwarze Schaf. Als Atheist und großer Freund der darstellenden Künste war er in erster Linie ein Freigeist, der den Reichtum und den Einfluss seiner Familie nutzte, um bei einer erstaunlichen Anzahl von Verbrechen ungeschoren davonzukommen. Zum Glück könnte sowas heute ja nie passieren. Zwinker, zwinker. Es sagt einiges über die Korruption im Ancien Regime aus, dass man ihn damals als Skandalnudel und nicht als gewalttätigen Verbrecher betrachtete. Den Großteil seines Lebens als Erwachsener verbrachte er damit, in verschiedenen Gefängnissen einzusitzen und zahlreiche Texte zu verfassen, die fast ausnahmslos als obszön erachtet und in weiten Teilen zensiert wurden. Er wurde 1790 befreit und da er spürte, dass ein großer Wandel in der Luft lag, verzichtete er auf seinen Titel und ließ sich in den Konvent wählen. Er verfasste weiterhin Texte mit pornografischem Inhalt und sprach zugleich nahezu jeden Verbrecher frei, den man ihm vorführte. Ich hatte mal einen Schulleiter, der ungefähr so drauf war. Okay. Möchte ich das wissen? Seine Zeit als Regierungsbeamter war von kurzer Dauer. Im Spätjahr 1793 kritisierte er offen Robespierre und wurde wegen Moderatismus festgenommen und ein Jahr inhaftiert. Er trat nie wieder auf die politische Bühne und 1801 wurde er auf Befehl Napoleons erneut festgenommen und ins Gefängnis gesteckt, wo er bis zu seinem Tod 1814 blieb, womit er insgesamt eine Monarchie, eine Revolution und ein Kaiserreich überlebte. Trotzdem, wenigstens konnte er sich nachts an seinen schmuddeligen Texten ergötzen. Na, wenigstens etwas. Oh, lecker. Ich weiß, wo die Fenster sind. Welche denn? Die, die seine Hoheit einbauen ließ, als er den Untergrund übernahm. Leg dich auf einen von denen. Leck mich. Oh, Ziel entdeckt. Eieieiei. Immer wieder schön, wenn man informiert wird, dass man nicht entdeckt werden darf. Ich weiß, wo die Schornsteine sind. Welche denn? Die seine Hoheit einbauen ließ, als er den Untergrund übernahm. Leg dich auf einen von denen und stehst da wie eine Katze vom Kamin. Im Eilschritt, Leute! Seine Hoheit ist kein Freund von Trödelei. Hat der Typ Augen im Hinterkopf oder was? Ach, alles so wunderbar Schönes. Ich weiß, wo die Schauspieler sind. Welche denn? Die, die seine Hoheit einbauen ließ, als er den Untergrund übernahm. Leg dich auf einen von denen. Zurück mit dir!
Das hat er jetzt natürlich nicht mitgekriegt. Und zwar eher als ihr denkt, glaubt mir. Gott, ist der misstrauisch hier. Geht doch. Ach so, der Penner habe ich nicht entdeckt, ist mir wurscht. Ich wurde zum Gehilfen befördert. Na super. Hat er jetzt echt gewartet, bis ich mich bewegt habe? Also echt, war. Ich weiß noch, wie er schrie und wie lange es andauerte, nur wegen eines kleinen Fehlers in der Buchhöhe. Ich dachte, er hätte wenigstens das Antikum oder so. Nein, er hat eine Eins im Buch falsch gesetzt. Also im Eins. Also klappt doch. Bringt ihn hinein, schnell! Irgendetwas stimmt hier nicht. Er ist tot hier. Dann werft ihn in die Gosse und schwingt eure Ärsche rein. Na toll. Ja, La Touche. Also wieder etwas Kohle. Kirschbombe. Ich frage mich echt, was die machen. Verdammtes Spielzeug, wo kam das her? Ach, zur Ablenkung geht das, okay. Denn diesen Drecksladen rein. Das
soll mit dem Hund in der Garage-Bett-Sex geschehen? Schwere Verbrennungen durch Feuerbedienung. Ein tolles Pferd, das überwältigt die Stadt in Asche. Okay, zumindest scheint man wieder entdeckt werden zu dürfen. Laien erkennen den Unterschied nicht. Mal wieder nett hier. Würde mal sagen, wir haben ihn gefunden. Wow. Liefert mir den Rohr der Tür und ich schenke euch das Leben. Die Katakomben! Er ist in den Katakomben unter der alten Kirche. Latouche, ich habe euch mehr Rückgrat zugetraut. Was wird nur euer Meister sagen? Oh Gott, hilf mir! Jo, der Teil war jetzt echt einfach. Also unter den Katakomben unter der alten Kirche. Das Problem ist nur, in Paris ist... Es gibt sehr viele alte Kirchen hier. Was war denn das? Nichts, was du wissen musst. Peter! Was? Du kommst sofort her! Also... Wirklich, da gehe ich vorbei und dann kommt ein Dieb hier, also. Nee, nee. Was man hier alles erlebt. So, geschafft. Ach, und ganz in der Nähe geht's auch schon weiter. Los, wir machen Reudetuns fertig. Ja, ich hau hier schon ab, Junge. Keine Sorge. Toll. Mann, der Typ ist aber auch hartnäckig.